Hallo und willkommen zu der nächsten Episode, wo wir uns mit der Welt von Corto Maltese beschäftigen. Und wir sind nun bei der vierten Geschichte aus der Corto Maltese-Reihe, die allerdings die dritte Kurzgeschichte ist in diesem Sammelband im Zeichen des Steinbocks und die im Original den Titel Samba con Tiro Fisso hat, auf Deutsch Samba mit Hitace. Immer ein Eröffnungspanel schöner als das andere. Die Reise soll also weitergehen, um die oberste Herrin dieser Organisation zu treffen, Golden Rosemouth, die sich allerdings in Itapoa befindet, einer Hafenstadt nördlich von Porto Alegre. Dafür müssten sie also noch etwas weiter südlich segeln, denn Itapoa befindet sich fast genau auf dem Wendekreis des Steinbocks, nach dem dann auch dieser ganze Band benannt ist. Bojanina und Morgana begleiten unsere Protagonisten. Und hier begegnen wir zum ersten Mal Golden Rosemouth, der Chefin. Sie soll mindestens 200 Jahre alt sein und über Hellsicht verfügen. Und an mehreren Stellen behauptet sie, dass sie die Vorfahren von Corto Maltese kennengelernt hat, allem voran seine Mutter, aber auch seinen Urgroßvater. Corto Maltese wurde übrigens 1887 geboren. Er ist also im Verlauf dieser Geschichte hier 29 bis 30 Jahre alt. Und seine Mutter war eine Roma, oder wie man früher sagte, eine Zigeunerin. Sein Vater war angeblich ein Matrose aus Cornwall, den Corto Maltese nie gekannt hatte. Corto Maltese wurde dann in La Valletta geboren auf Malta, was seinen Nachnamen erklärt. Hugo Pratt machte keinen Hehl daraus, dass Cortos Mutter eine Prostituierte war, wenn es auch nicht immer in so klaren Worten ausgesprochen wird. Sie war aber auch eine Karten- und Handleserin. Golden Rosemouth korrigiert hier diese Ansicht allerdings, indem sie ergänzt, dass Cortos Mutter in Wirklichkeit eine von ihnen war, also eine anerkannte Hexe eingebunden in dasselbe Netzwerk. Und das ist ein Motiv, das uns hier immer wieder begegnen wird, dass viele dieser Hexen zugleich Dirnen sind, doch auf diese Weise ihre Macht und ihren Einfluss verstärken und konsolidieren, weil sie so viele wichtige und mächtige Männer wortwörtlich an den Eiern haben und sie manipulieren und kontrollieren können. Und Golden Rosemouth hat einen Auftrag für Corto. Er soll wieder die Küste nach Norden fahren, vorbei an Salvador de Bahia bis zum Delta des Flusses San Francisco und dort den Fluss hochfahren. Sie benutzt den Ausdruck Sertao, was in Brasilien eine Art Hinterland darstellt, fern der Küste. Ist übrigens ein großartiger Dialog zwischen den beiden. Hugo Pratt hatte durchaus ab und an mal richtig aufgeblähte Sprechblasen mit viel Text drin. Wenn man auch nicht jetzt sagen kann, dass er zu sehr irgendwelche Exposition-Dumps in Dialoge versteckte. Aber wenn die Dialoge etwas wortgewaltiger sind, dann ist es meistens etwas, was sich durchaus lohnt zu lesen und was stets interessant ist. Hier stoßen sie dann, während sie den Fluss hochfahren, auf uniformierte Milizen. Doch nach Aussage von Golden Rosemouth sind es vermutlich eher Mercenarios. Brasilien erlangte seine Unabhängigkeit bereits in 1825, doch erst in 1889 wurden alle Bindungen und Obligationen gegenüber Portugal endgültig gekappt. Hier begegnen wir nun Tiro Fisso, der in der deutschen Übersetzung eben Hitace heißt. Diese Bande, die hier im Urwald lebt, sind die Cangaceiros. Und das ist ein extrem interessantes Phänomen, über das ganze Romane geschrieben und Filme gedreht wurden. Das waren Gesetzlose, die sich der Regierung und ihren Forderungen nicht beugen wollten und lieber als Freischärler im Urwald lebten. Aber viele hatten durchaus Rückhalt in der Bevölkerung als so eine Art Freiheitskämpfer. Doch andere gaben ihnen eher deshalb Essen und Geld
weil sie vor ihnen Angst hatten. Corto Tristan und Dr. Steiner müssen zum Glück nicht bangen, dass sie Morgana Bantam dabei haben, die mit Tirofiso gut bekannt ist. Großartige Zeichnungen hier. Hier ein gutes Zitat. Verstehe, ihr habt einen großen Mann verloren, aber ein Anführer, der seine Leute orientierungslos hinterlässt, der dem Gegner in die Falle geht wie ein kleiner Junge, weil er eine Privatsache in Ordnung bringen muss, der kommt mir nicht sehr fähig vor. Corto nimmt also keine Serviette vor den Mund. Corto erfüllt allerdings seinen Auftrag und hilft dem Hit Ace, diese Hacienda hier zu stürmen und an diesen Leuten da Rache zu nehmen. Hier erleben wir also auch mal etwas Action inmitten des Urwalds. Ist immer toll, wenn Hugo Pratt auch mal so ein bisschen in die Perspektive reingeht. Das ist auch so eine ikonografische Zeichnung, die es dann hier auf die Titelseite brachte. Allerdings ist Hit Ace in dieser Position sozusagen gestorben, inmitten des Kugelhagels. Und im Finale dieser Geschichte ist es Corto Maltese, der den jungen Rebellen zu einem neuen Bandenchef erhebt. Und der junge Mann heißt Corisco, was möglicherweise eine historische Gestalt war, auch wenn ich viel mehr darüber nicht in Erfahrung bringen konnte. Es ist natürlich überraschend, dass Corto plötzlich so viel Autorität in dieser Gruppe genießt und dort derartig waltet und schaltet. Aber er kommt eben im Auftrag von Golden Rosemouth und die Cangaceros sind Gefolgsleute von ihr. So sehen sie in Corto durchaus eine Führungspersönlichkeit. Und Corto, der zwar ein Archetyp des Reluctant Hero ist, besitzt durchaus Eigenschaften, die man als Führungsstärke beschreiben könnte. Er spielt sie eben nur manchmal aus, wenn es ihm zugute kommt. Sonst hat er wenig Bedarf, sich auf eine Obstkiste zu stellen und anderen Befehle zu erteilen. Und so geht es dann wieder zurück nach Itapoa, um Golden Rosemouth über den Ausgang dieser Mission zu berichten. Und das ist dann die nächste Geschichte und das dann im nächsten Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.